Wir starten heute deutlich tiefer in diesen Handelstag. Der DAX orientiert sich eher in Richtung 11.500 Punkte. Grund sind Konjunktursorgen in den USA. Nachzulesen in einem relativ in Grau gehaltenen Beigebuch, also Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank. Das hat den Dow Jones unter Druck gesetzt im späten Handel. Auch in Asien sehen wir überwiegend rote Vorzeichen. Wichtig heute noch die EZB, die Zinssitzung mit entsprechenden Aussagen zur Geldpolitik in der Eurozone. Und jetzt kommen wir zu den Themen des Tages. Wir haben eine ganze Reihe von Zahlen. Hier zunächst einmal der Blick auf die erste Börsenreihe. Da fangen wir an mit Merck. Merck hat im vergangenen Jahr das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln verkauft. Zum Glück muss man fast sagen, das hat letztendlich zu einem Gewinnsprung geführt. Unterm Strich ein Plus von knapp 30%, 3,3 Milliarden. Anleger bekommen hier ordentlich was ab, und zwar eine stabile Dividende von 1,25. Es gibt aber ein Aber. Es gibt nämlich Probleme mit dem Geschäft mit Flüssigkristallen. Hier ist es die Konkurrenz aus Asien, die hier immer mehr das Wasser abgräbt. Und das merkt man auch letztendlich am Ergebnis. Das lastet hier gewissermaßen drauf. Wir schauen auf die Deutsche Post. Da gab es Zahlen. Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft im vergangenen Jahr. Jetzt soll die Post wieder auf Kurs kommen. Ein Sanierungskonzept. Es läuft relativ gut, sagt der Chef. Und das heißt, im Jahr 2020 will man dann 5 Milliarden operatives Ergebnis schreiben. Vergangenes Jahr waren es 3,2. Aktionäre bekommen eine stabile Dividende von 1,15. Also auch hier das Thema Stabilität. Bei beiden Werten, bei Merck und bei der Deutschen Post, die Aktien etwa 1% im Minus. Jetzt die gute Nachricht. Vonovia, der große deutsche Immobilienkonzern, hier sieht es wesentlich besser aus. Zukäufe im Ausland, steigende Mieteinnahmen, das führt zu einem deutlich höheren Gewinn als erwartet. Das operative Ergebnis plus 16% auf. Jetzt kommt es 1,07 Milliarden. Man hat also die Milliarde hier geknackt. Die Aktionäre bekommen ja eine deutlich höhere Dividende, 1,44. Das sind 12 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Die Aktie von Vonovia 1,5% im Plus. Jetzt noch was Schwächliches, und zwar Continental, Autozulieferer und Reifenhersteller. Vergangenes Jahr ein rabenschwarzes Jahr. Die Aktie hatte sich halbiert nach zwei Gewinnwarnungen. Was macht man? Man versucht, die Aktionäre bei Laune zu halten mit einer höheren Dividende. Es gibt 4,75 Euro. Das sind 25 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Nettogewinn fiel um knapp 3% auf 2,9 Milliarden Euro. Ja, vergangenes Jahr Aktie halbiert. Dieses Jahr sieht es wesentlich besser aus, auf diesem vergünstigten Niveau, plus 20% in 2019. Schauen wir ganz kurz die Zahlen des Tages an. DAX startet relativ schwach, hat auch ein paar Pünktchen nochmal nachgegeben und ist jetzt dieses halbe Prozent im Minus. Die Vorgaben aus den USA rot, Euro im Plus, Gold leicht im Minus. Bis später.